Ja, also grüß Gott, Frau Schatz, Nationalratsabgeordnete der Grünen. Zurzeit läuft die Europäische Bürgerinneninitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und uns hätte jetzt interessiert, wie stehen die Grünen zur Europäischen Bürgerinneninitiative generell und wie stehen Sie persönlich dazu, insbesondere vor dem Hintergrund für mehr direkte Demokratie? Einen schönen guten Nachmittag, danke für Ihr Interesse. Prinzipiell sind wir Grünen ja entstanden aus verschiedensten Bürgerinitiativen. Das heißt, wir haben in unserer Politik immer einen sehr starken direktdemokratischen Ansatz. Mit den aktuellen Mitteln der direkten Demokratie sind wir sowohl auf europäischer Ebene als auch auf österreichischer Ebene noch nicht ganz zufrieden. Also ich denke, hier gäbe es durchaus noch Verbesserungsbedarf. Trotzdem ist es sehr erfreulich, dass jetzt bereits dieses Instrument auch genützt wird durch Ihre konkrete Initiative. Ich denke, das ist auch sehr interessant zu verfolgen, wie das laufen wird. Ja, und wo sehen Sie da zum Beispiel in welchem Bereich das Verbesserungspotenzial? Ich denke, dass es sicher schwierig ist, die jeweiligen Quoren zu erreichen. Ja. Ja, also, dass man hier sozusagen die Hürde schon ein bisschen herabsetzen müsste, um wirklich realistischerweise etwas zu schaffen. Ja. Andererseits bin ich auch nicht glücklich mit dem Umgang von dem Ergebnis von direktdemokratischen Instrumenten. Ja. Weil sehr oft steckt sehr viel Engagement und Initiative von vielen Einzelpersonen dahinter und herauskommen tut vielleicht ein Bericht, aber verbindlich ist dann eben wieder nichts. Ja. Also in diesem Bereich, sowohl auf europäischer als auch auf österreichischer Ebene, wäre viel zu tun. Also zum Beispiel jetzt konkret bei der Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen ist es ja der Fall, dass zum Beispiel eine Voraussetzung ist, dass man einen Reisepass hat. Ja? Und da sehen wir so zum Beispiel eine gewisse Problematik, auch weil eben nicht jeder einen Reisepass hat. Und dann das andere Problem, das wir auch erkannt haben, ist, dass also diese 1 Million Unterschriften, die wir innerhalb eines Jahres oder die man innerhalb eines Jahres erreichen soll, ohne Bekanntmachen, ohne Massenmedien, eigentlich sehr schwer ist. Ne? Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist schwierig. Ich finde die Hürden definitiv zu hoch. Ja. Ich glaube aber, dass es auch notwendig wäre, insgesamt beim Umgang mit direktdemokratischen Mitteln, mehr Augenmerk auch auf die Unterstützung der Informationsweitergabe zu legen. Ja. Also ich denke, dass es nicht sein kann, dass quasi wichtige Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nur auf diesem Weg publik werden können, wenn eben jeder Einzelne sich engagiert, sondern ich denke, dass es hier auch von der öffentlichen Hand oder von den Medien oder von beiden gewisse strukturierte Unterstützungs- und Mechanismen geben müsste. Ja? Also sowas wie objektive Information in Richtung politischer Bildung zu diesem Thema. Sonst bleiben direktdemokratische Mittel auch ein bisschen immer in der Gefahr, für Populismus missbraucht zu werden. Ja, und sehen Sie da vielleicht eine Möglichkeit, wie man die Medien ein bisschen verbindlicher einbeziehen könnte, dass sie auch über sowas berichten würden? Naja, ich denke jetzt im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien hätte man natürlich die Möglichkeit, sowas über Gesetze zu regeln. Ja, bei den Privaten wird es schwieriger, aber ich denke, wenn es Thema ist im öffentlich-rechtlichen Bereich, werden die Privaten nachziehen. Ja. Aber die öffentlich-rechtlichen, die es ja doch fast überall in Europa unter Anführungszeichen noch gibt, da könnte man logistisch durchaus was machen. Ja, gut, dann hätte ich gemeint, dass wir inhaltlich vielleicht kurz zur Sache was sagen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das, wie wir uns das vorstellen und wie es auch von den Befürwortern gefordert wird, hat ja bestimmte Kriterien. Und also ein wichtiges Kriterium ist halt, dass es also mal, wie gesagt, bedingungslos ist. Dann, dass es also universell und personenbezogen ist. Damit ist also gemeint, personenbezogen im Gegensatz zu, dass es nicht der Haushalt kriegt, sondern wirklich die Person. Ja. Das ist also auch vor allem wichtig in Partnerschaften, wenn man denkt, also es gibt immer noch Frauen, die wirtschaftlich abhängig sind und so weiter. Und dann ist es also auch wichtig, dass es emanzipatorisch sein sollte. Also wir vertreten den Ansatz, dass es nicht kompensatorisch, so wie im Moment, also der Sozialstaat funktioniert,
ist, sondern emanzipatorisch. Weil kompensatorisch, das ist irgendwie so, da ist ja vorher schon was schiefgegangen, dass man was kompensieren muss. Ja? Wie sehen Sie das inhaltlich? Die Fragen, die Sie hier aufmachen, sind sehr umfangreich. Wir könnten den ganzen Abend darüber diskutieren. Ich finde, wenn man über Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen spricht, muss man auf der einen Seite unterscheiden zwischen der philosophischen Idee, die ganz stark spürbar ist mit den Kriterien, die Sie hier genannt haben, und auf der anderen Seite das konkrete politische Projekt oder Vorhaben. Ja? Und von der Idee her sage ich, ja, das klingt reizvoll. Ja? Vom konkreten politischen Vorhaben habe ich meine Probleme auch in Ermangelung ganz konkreter Modelle, ja, die man quasi prüfen könnte in Bezug auf Umsetzbarkeit, wirkliche Wirkung etc. Also gerade im Bereich dieses emanzipatorischen Charakters, den Sie ansprechen, den ich persönlich in meiner politischen Arbeit sehr, sehr wichtig finde, den sehe ich im Grundeinkommen, sofern ich die verschiedenen Ansätze mische, ja, nicht wirklich garantiert. Ja? Also ich denke eben, das ist ein Punkt, den wir vielleicht noch diskutieren könnten. Ja, also da fällt mir eben ein dazu, dass ja, es ja wohl schon Berechnungsmodelle gibt, nämlich wirklich fundierte Modelle. Sie werden jetzt gerade wieder überarbeitet, weil wir im Herbst einen Termin mit dem Sozialminister Hundsdorfer haben. Den hat er uns vor wenigen Wochen zugesagt, dass er mal auch über die Finanzierung reden möchte mit uns. Und da gibt es von der TAG zum Beispiel schon einige sehr konkrete Modelle mit sehr konkreten Zahlen, dass man also zum Beispiel auch sagt, man holt sich das jetzt über, man muss natürlich das Steuersystem umbauen, ja, also dass man sagt, bestimmte Leistungen fallen sowieso weg, die erübrigen sich, wie zum Beispiel die Familienbeihilfe oder zum Beispiel die bedarfsorientierte Mindestsicherung, ja, das würde dann wegfallen und da gibt es noch viele andere und bei den Steuern sagt man, dass man halt die Transaktionssteuer mal durchsetzen sollte, die ja in der EU hängt immer noch und dass man Transaktionssteuer, ja, und vermögensbezogene Steuern fallen sind auch sehr wichtig, dass man da eben was umbaut, ja. Also so konkret ist das Attac-Modell nicht. Ich habe es mir nämlich extra versucht anzuschauen. Ja, ich habe versucht, mit den verschiedenen Links auch, die ich bekommen habe, da irgendwie was herauszufinden. Ja. Das Problem, das ich jetzt sehe, ja, mit dem sozusagen Mischmasch an Informationsstand von verschiedensten Ansätzen aus verschiedenen Richtungen, ist, wenn ich jetzt davon ausgehe, das bedingungslose Grundeinkommen müsste mindestens existenzsichernd sein, das heißt, die Armutsgrenze mindestens erreichen. Ja? Also die Armutsgefährdungsschwelle liegt ja derzeit bei 1013 genau. Und wir sagen halt, drüber muss es schon sein. Also rechnen wir jetzt, damit wir uns leichter tun, sage ich mal, rund 1000 Euro, ja? Also weil sonst wird es noch komplizierter. Jetzt bedingungslos und wie Sie sagen, personenbezogen würde heißen, mindestens jeder Österreicher und jede Österreicherin. Ja? Wobei wir dann noch die Frage hatten, oder Aufhältige, in Österreich Aufenthältige, wie lange bereits aufenthältig, oder. Ja? Also da haben wir Unklarheiten. Dann würde das Ganze 12 oder 14 Mal im Jahr ausbezahlt, eine offene Frage. 14 Mal, ja. Und wenn Sie das rechnen, ja, 1000 mal 14 mal, sagen wir jetzt einmal, mindestens die 8,5 Millionen, eventuell mehr, dann kommen Sie in etwa auf 100 Milliarden Euro. Ja. Wir haben derzeit aber ungefähr Kosten für den gesamten Sozialbereich plus die steuerlichen Zuschüsse zum Pensionssystem, plus die steuerlichen Zuschüsse zum Kranken-, also zum Gesundheitssystem, also die drunter liegen. Ja? Also nach grober Haushaltslogik habe ich auf der einen Seite entweder das bedingungslose Grundeinkommen oder die Struktur, die wir jetzt im Sozial-, Gesundheits- und Pensionsbereich haben. Ja? Und weil beides würde doppelt, also nicht ganz doppelt so viel, weil es natürlich Überschneidungen gibt, so wie Sie sagen, doch deutlich mehr kosten. Und da habe ich schon ein Problem, weil wir mit der Abgabenquote in Österreich relativ hoch sind. Es gibt noch zusätzliche steuerliche Möglichkeiten, da bin ich ganz bei Ihnen, also im Bereich der vermögensbezogenen Steuern. Wofür die Transaktionssteuer dann wirklich aufgeht, ist ja nicht ganz klar. Aber okay, wir haben durchaus steuerliche Möglichkeiten im Bereich der sehr wohlhabenden Menschen, aber die sind nicht derart hoch, um diese Beträge auszugleichen. Wir haben halt auch das Modell oder berücksichtigt, dass eben der integrierte Tarif, darunter verstehen wir eben, dass die Gesundheit quasi drunter fällt schon und also auch die Pensionen quasi schon
drunter fallen und berücksichtigt werden. Und insofern, also sind das jetzt keine Extra- oder Zusatzaufgaben, nicht? Deswegen sagen wir ja auch, dass... Nein, aber das Geld muss irgendwo herkommen. Ja, also ja, es ist sozusagen jetzt egal, welches Fundal Sie hingeben, aber die Summen sind ja die gleichen. Ja. Und wo ich sozusagen eben meine methodischen Bedenken habe, die ich vorher genannt habe, das ist eben diese Geschichte, dass wenn ich dieses Geld zur Verfügung habe und es existiert so, dieses wohlfahrtsstaatliche System, das das organisiert, nicht mehr, führt das ja dazu, dass ich mit meinem bedingungslosen Grundeinkommen mir das zukaufen muss. Das heißt, ich unterwerfe eigentlich jetzige wohlfahrtsstaatliche Strukturen im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich etc. Der Marktwirtschaft. Ja. Mhm. Ich bin skeptisch, ob das gut geht, weil ja jeder seine 1.000 Euro kriegt. Ja. Mhm. Und der chronisch Kranke, der extrem hohe Kosten hat oder auch im Falle einer akuten Krankheit oder, muss er immer mit diesen 1.000 Euro auskommen. Ja. Mhm. Weil ja das andere System gleich nicht mehr finanzierbar ist. Ja. Mhm. Mhm. Oder im Bereich von Menschen wirklich mit sag ich einmal, Problemen, sich sozial in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, also sowas gibt es immer in der Gesellschaft, Leute, die aus verschiedensten Gründen nicht die gleichen materiellen Ausgangsbedingungen haben, sage ich jetzt einmal. Ja. Da gibt es emanzipatorische Ansätze im jetzigen System, nämlich persönliche Unterstützung. Beziehungsweise wir fordern, dass das noch stärker in Richtung Case-Management geht. Ja. Also dass man wirklich jedem Einzelnen Angebote macht, wie kann man sich fortbilden, am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen oder. Mhm. Ja? Alle diese Leistungen sind ja so nicht mehr finanzierbar, weil da hat er seine oder sie die 1.000 Euro und dann? Mhm. Ja? Also darum ist es mir eigentlich nicht emanzipatorisch genug. Aha. Also wir sagen ja auch, dass natürlich man etwas dazu verdienen kann und soll und weiter auch arbeiten kann und soll. Ja? Wir sagen natürlich, es ist auch ein Schritt in Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit, ja? Nämlich Verteilung von Arbeit, weil wir sagen, dadurch wird durch ein Grundeinkommen würde es möglich, dass also die Menschen ihre Wochenarbeitszeit reduzieren, sagen wir jetzt einmal auf 25 Stunden. Somit wäre also auch mehr Zeit frei, um sich auch jetzt einmal für die Familie zu engagieren oder eben ehrenamtlich zu arbeiten, ja? Oder einfach auch sich demokratiepolitisch mehr einzubringen und sich zu bilden, ja? Weiterbildung, Ausbildung. Und also wir sehen da schon auch einen Zusammenhang, dass das eine Emanzipation oder emanzipatorisch ist hinsichtlich, man kann sich auch mehr engagieren dann, auch demokratiepolitisch, weil jetzt haben die Leute doch oft sehr wenig Zeit. Das Problem ist, sage ich jetzt mal, 1.000 Euro sind noch immer sehr wenige. Ja? Also jetzt gerade ist wieder veröffentlicht worden, wie viel die Wohnungen teilweise kosten in den Landeshauptstädten. Ja. Also ein wirklich emanzipiertes Leben kann man damit eh nicht führen, sondern es geht gerade irgendwie, sage ich einmal. Und beim Arbeitseinkommen habe ich folgendes Problem. Ja, weil ich bin auch Arbeitnehmerinnen-Sprecherin der Grünen, das heißt, ich beschäftige mich sehr stark mit der Mindestlohnfrage und Mindestlohnpolitik. Und wenn ich ein existenzsicherndes Grundeinkommen habe, habe ich kein Argument mehr, warum ich existenzsichernde Mindestlöhne fordern kann. Ja? Weil meine Grundforderung, die kaum jemand gesellschaftlich ablehnen kann, ist, dass man vom Einkommen seiner Arbeit leben können muss. Ja? Wir haben das in Österreich nicht. Wir haben Mindestlöhne, die unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Aber es ist ein Druckmittel zu sagen, es muss sein. Ja? Aber warum ist wenn ich aber das Einkommen habe, dieses Bedingungslose, dann ist es weg. Aber warum ist das ein Problem? Weil das verstehe ich nämlich zum Beispiel nicht ganz oder wir verstehen es auch nicht, weil wir sagen, na, selbstverständlich muss es ja bei einem bedingungslosen Grundeinkommen auch Mindestlöhne oder halt bestimmte Kollektivvertragslöhne, wie wir es ja derzeit haben, natürlich höher geben. Wir sehen ja das nicht, dass das eine das andere ausschließt, sondern wir wollen ja beides. Ne? Und insofern wäre dann schon... Ich sage jetzt einmal, die gesellschaftlichen Bedingungen werden dazu führen, dass es heißt, es gibt das Einkommen. Das andere Argument der Existenzsicherung über Arbeit ist damit deutlich geschwächt. Und das ist ja immer eine Verhandlungsfrage. Ja? Und wir haben jetzt schon Probleme, existenzsichernde Mindestlöhne zu verhandeln, egal ob jetzt auf kollektivvertraglicher Ebene oder gar auf gesetzlicher Ebene. Und in so einer Situation, wo quasi der Druck noch weg ist, der Druck eben über Wahlen sowas zum Beispiel einzufordern, fürchte ich, dass das Ganze noch einmal schwieriger wird. Okay. Insofern
bin ich nach wie vor Anhängerin des grünen Grundsicherungsmodells, das ja Ansätze und Elemente eines bedingungslosen Grundeinkommens hat, im Bereich der Jugendlichen und im Bereich der Älteren, beziehungsweise durch diese Sabbatical-Regelungen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das heißt so Finanzierung in Zwischenphasen, ja. Aber dazwischen doch bedarfsorientiert ist. Ja. Okay, und was halten Sie von diesem Argument, in Anführungszeichen jetzt, weil das wird immer wieder auch von den Kritikern gebracht, wenn es ein Grundeinkommen gibt, wer geht denn dann noch arbeiten? Weil wir haben da, also es gibt Studien, die haben nicht wir erhoben, sondern das sind Umfragen, die sind öffentlich, dass interessanterweise 60% der Menschen dann immer sagen, also ich würde schon so weiterarbeiten wie bisher. 30% sagen, also ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten, aber weniger, deutlich weniger, damit ich eben mehr Zeit für andere Dinge habe. Und 10% kommt immer heraus, sind so unentschlossen, ja, die haben sich noch nicht entschieden, wie sie dazu stehen. Und dann ist noch interessant, dass lustigerweise dann 80% aller Befragten immer sagen, ich würde dann schon noch arbeiten, ja, oder eigentlich sind es ja 90%, nur die anderen nicht. Haben Sie da was dazu zu sagen? Wir haben ja eine ähnliche Debatte schon bei der Einführung der Mindestsicherung gehabt oder auch im Zusammenhang mit unserer Grundsicherung. Ja. Ja. Und ich bin ganz sicher davon überzeugt, eben weil es ja auch diese Befragungen gibt, dass Arbeit im hohen Maße auch für die meisten Menschen sinnstiftend ist. Genau, ja, dass sie sehr wohl arbeiten gehen wollen. Ja. Ich hätte hier keine Sorge, dass niemand mehr bereit wäre, Arbeit zu leisten. Ja. Aber wie gesagt, die Konsequenzen des Einkommens auf die Löhne fände ich bedenklich, weil man muss ja letzten Endes sagen, all das sind immer politische Projekte, abhängig auch von politischen Rahmenbedingungen, also Mehrheitsverhältnissen. Und wenn ich jetzt riskiere, unter Anführungszeichen, durch die Einführung eines solchen Grundeinkommens, diese Logik, Arbeit muss existenzsichernd sein, zu zerschlagen, sage ich einmal, weil ich eben nur mehr dazu verdiene ein bisschen und die Stundenlöhne sinken, und dann ist das Grundeinkommen weg, ja? Dann ist der Arbeitsmarkt, nämlich der Preis am Arbeitsmarkt, ja, total im Keller, und dann müssen wir anfangen auf einem Niveau, wo wir, keine Ahnung, in den 20er, 30er Jahren wieder waren. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also insofern muss ich ja auch immer nachhaltig versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und was anderes noch, was halten Sie von der Vorstellung oder von der Idee, dass durch ein bedingungsloses Grundeinkommen auch die Wirtschaft einen Aufschwung erfahren würde? Nämlich in dem Sinn, dass man sagt, die Leute engagieren sich dann oder setzen sich in ihrer Arbeit durch ihr Herzblut natürlich mehr ein, als wenn sie irgendwo durch schlechte Bedingungen, ich will jetzt kein Berufsbild oder keinen Klassiker heranziehen, dass man sagt, einfach wenn aus intrinsischer Motivation etwas gemacht wird, die Motivation ja eine viel größere ist, als wenn man extern gezwungen wird, sprich vom Arbeitgeber zum Beispiel oder meinetwegen jetzt vom Arbeitsmarktservice? Also ich halte es für möglich, dass die Wirtschaft von einem bedingungslosen Grundeinkommen profitiert, aber nicht unbedingt primär auf die Art und Weise, wie Sie sie beschreiben. Es ist ja auch so, dass neoliberale Theoretiker Grundeinkommen teilweise in ihren Ansätzen dabei haben, genau aus dem Grund, den ich vorher gesagt habe, weil das ein Grundeinkommen quasi das wohlfahrtsstaatliche System der Marktwirtschaft unterwerfen würde. Ja, also diese öffentlichen Strukturen nicht mehr öffentlich werden, sondern privatisiert werden, was ja der neoliberalen Logik entsprechen würde. Also wäre das durchaus, denke ich mir, im Interesse gewisser wirtschaftlicher Kreise, jetzt immer nicht die kleine Wirtschaftsstruktur, weil die ja andere Interessen haben, aber so diese eher großbetriebliche industrielle Struktur, so wie Sie das sagen, dass jeder mehr motiviert ist, weil er nur mehr das arbeiten muss, was er gerne arbeiten will und so weiter. Weil er nicht gezwungen werden kann durch Bedingungen. Da bin ich insofern, darum sage ich immer, man muss unterscheiden zwischen der philosophischen Idee und den konkreten Bedingungen. Weil man mit 1.000 Euro einfach nicht großartig leben kann, sondern die Leute werden auf jeden Fall versuchen, dazu zu verdienen. Und deshalb werden sie mit diesen 1.000 Euro nicht nur Jobs machen können, die ihnen taugen, sondern sie werden nach wie vor versuchen, einfach so viel zu verdienen, wie nur irgendwie möglich. Und Sie glauben nicht, dass einer dann sagt, also zu den Bedingungen nehme ich es nicht an, weil ich komme jetzt trotzdem ganz gut durch, oder ganz gut ist vielleicht übertrieben, aber ich sitze jetzt nicht auf der Straße.
Ich fürchte, dass das eben nicht ein großer Effekt sein wird, dass das der ein oder andere in einer gewissen Phase, ja, sage ich jetzt einmal als junger Mensch oder sowas, ja, vielleicht interessant fände, okay. Ja, aber die große Mehrheit der Menschen wird trotzdem versuchen, möglichst viel Geld zu bekommen und vor allem, die Gefahr besteht da ja auch wieder, dass man einen 2 oder 3 Schichten Arbeitsmarkt schafft, weil es ja immer wahrscheinlich Menschen gibt, die dieses Grundeinkommen nicht bekommen. Ja? Also ich sage jetzt Stichwort ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, da wird es welche geben, die das Grundeinkommen nicht kriegen, weil es ja da Kategorien gibt. Naja, es ist und schon die so sind dann gezwungen, sozusagen diese Jobs zu machen, wo sie sagen, die anderen müssen nicht mehr, weil sie die 1000 Euro haben. Es ist aber schon so angedacht, dass es also in ganz Europa und letztlich, es ist natürlich eine Idee, eine Vision, letztlich weltweit sowas geben soll. Ja? Also es ist natürlich, wie weit wir davon entfernt sind, braucht man nicht reden jetzt. Ja? Aber es wäre natürlich gedacht, also zumindest in ganz Europa mal. Und mich hätte auch noch interessiert, ob Sie da vielleicht auch einen Impuls, einen positiven Impuls für die Wirtschaft sehen, sagen wir jetzt für neue Unternehmensgründungen, dass sich also die Leute einfach auch mehr trauen, weil sie sagen, naja, ich habe jetzt also die 1013 oder drüber halt, habe ich jetzt fix und jetzt traue ich mich einmal selbstständig was anzupacken. Naja, also ich habe nicht den Eindruck, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr zurückhaltend sind, was die Gründung zum Beispiel von EPUs oder so betrifft. Ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu sehr vielen EPUs, weil sehr viele vom Arbeitsmarkt unter Anführungszeichen fast, also vom unselbstständigen Arbeitsmarkt weggedrängt werden und dann auch teilweise durch die Politik des AMS in die Selbstständigkeit gedrängt werden. Aber ist das positiv? Nein, das ist nicht positiv, ja, aber ich sage, es hat nicht damit zu tun, dass sich zu wenige Leute trauen, selbstständig zu sein, sondern wir haben eher das Problem, dass sehr viele Menschen selbstständig werden, die eigentlich, sage ich jetzt einmal, gar nicht die persönlichen, finanziellen oder sonstigen Voraussetzungen haben, um das auch wirklich zu tun. Ja, also aber das ist eigentlich ein Problem, weil irgendwie sind die doch so ein bisschen dann gedrängt in die Selbstständigkeit, oder? Die machen das ja nicht immer toll und freiwillig, sondern die sind ja natürlich auch jetzt vom AMS zum Beispiel oder von einer aber Firma. Aber da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt. Worum geht es? Also wie sollte man sozusagen diesen Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Job verloren haben und nichts anderes mehr wissen, als selbstständig zu arbeiten, wie könnte man denen besser helfen? Ja? Also als mit einem Grundeinkommen. Als mit einem Grundeinkommen. Ich finde, sie müssten von einem besser dotierten Arbeitsmarktservice, wo es mehr Zeit für den einzelnen Betroffenen gibt, das hat mit Geld zu tun, ja? Bessere Fortbildungsangebote kriegen, das hat mit Geld zu tun, dann womöglich über Mitteln, die wieder aus dem arbeitsmarktpolitischen Budget kommen, könnte man die Unternehmen unterstützen, solche Leute, die versuchen wieder einzusteigen, ein bisschen quer zu finanzieren, dass sie eben in den ersten 1-2 Jahren nicht so teuer sind für das Unternehmen etc. Ja? Also ich würde viel lieber konkreter die einzelnen Leute unterstützen, als nur diese kollektive Summe auszahlen, wo ich die Sorge habe, dass Unterstützungssysteme nicht mehr finanzierbar werden. Nachdem wir ja als sozialpolitische und armutsbekämpfende Maßnahme das grüne Grundsicherungsmodell forcieren, werden wir versuchen, in Richtung der Umsetzung zum grünen Grundsicherungsmodell zu arbeiten, das, wie gesagt, gewisse Elemente eines Grundeinkommens hat, bei den Jungen, bei den Älteren, ja, wo man sozusagen auf jeden Fall diese Summe bekommt, in Richtung des Ansatzes ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle sehe ich momentan keine Möglichkeiten, weil es dazu einen sehr langfristigen, so wie Sie sagen, auch flächendeckenden Umbau fast unserer Gesellschaft brauchen würde. Also es ist nicht realistisch, in einem Regierungsprogramm sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hineinzuverhandeln. Ich denke, es muss in die Richtung der durchaus, also auch Ihre Forderung unterstützend, emanzipatorischen Sozialpolitik gehen. Aber unser Weg dorthin ist eben jetzt einmal das grüne Grundsicherungsmodell. Also insofern Wunder erwarte ich mir für die nächsten 5 Jahre keine, aber ich hoffe auf jeden Fall bei einer grünen Regierungsbeteiligung, dass es Schritte in die richtige Richtung geht, in Richtung Armutsbekämpfung und durchaus emanzipatorischer Sozialpolitik. Gut, danke für diese Stellungnahmen und Statements. Danke auch für das Gespräch.